Hallo, liebe Leute, hier sind wir wieder bei DC mit dem Rob. Hallo. Wir haben uns gerade Essen zubereitet, weil die Nacht hier sehr lange dauert. Unser letzter Einsatz in Balota auf dem Airfield ging leider tödlich aus. Ich war dann schwer krank und musste mich selbst richten. Und ich habe eine Granate ausprobiert und habe mich dann auch selber gerichtet. Ja, und dann wurden wir Gott sei Dank fast nebeneinander gespawnt. Jetzt gehen wir nochmal dorthin, jetzt wollen wir es wissen. Jetzt wollen wir es wissen. Ich werde trotzdem noch mal kurz einen Brunnen besuchen. Und gerade haben wir uns noch ein Schwein gegrillt. Ja. Wenn du Handschuh findest, gib mir mal den Hotspot durch, ja? Okay. Ich gebe dir dann einen ab, dass wir jeder einen haben. Ja, wie bei Dumm und Dümmer. Ah, oh, willst du mein zweites Paar Handschuhe haben? Meine Hände sind schon ganz schwitzig. Okay, dann werden wir mal los, Kaspern, oder? Ja, warte, noch ist gelb, meine Flasche. Aber ich denke mal, jetzt kann ich aufhören. So. Okay. Ab geht er. Ja, wir haben wieder ein bisschen standardmäßiges Loot am Start. Also das Startgear, was man hier sowieso bekommt. Und ja, dann das Schweineschnitzel, was wir noch hatten. Ansonsten sind die Vorräte leider aufgebraucht. Ja, das Schwein haben wir uns dort drüben in der Nacht auf der Baustelle gejagt. Das war in der ersten Etage vom Neubau, nennen wir es mal Ja, so, Wildschwein, Rohbau. das dort auf dem Außendach festgepackt, wie auch immer das da hinkommt. Relativ lustig. Zombies weggeknallt, auf jeden Fall vorher. Und jetzt sind wir eben wieder in der Nähe von Tschernarus und wollen wieder nach Balota. Sag einfach mal Tschernarus, Alter. Tschernarus. Ist so Tscherno. schwer. In der Ist Nähe so von Tscherno. schwer, Nähe von Tscherno auf der Tscherno-Map. So, ich gucke aber hier rechts, ne, die Häuser nochmal durch, weil da waren wir doch Nahkampfwaffe. schon. Hier rechts? Ja klar. Ja, aber es ist der neue der Server-Restart, dort war doch. Achso. Ja, wir hatten mal wieder einen Server-Restart, Leute. Aber immer. Immer wieder. Wo ist denn hier die Tür? Geilste Haus, die Tür einfach mal auf der Oh, wunderbar, ey. Backside, ja, auf live. Oh. Ist hier eine Attack Weapon? Eine Nahkampfwaffe? Ich bräuchte irgendwas Spitzes, ein Messer oder sonst was. Ne, ich habe noch eine Zichel, glaube ich, ja. Die würde mir auch schon helfen, dass ich wenigstens meine Dosen aufbekomme. Die kannst du dann nehmen, wenn ich tot bin. Okay. Wird ja nicht allzu lange dauern, ne? Hoppala. Ja, auf dem Server geht es ein bisschen anders zu, ja. Ja, Sind ist ein wir nicht bisschen mehr gewohnt. schneller, Eine Dark Horde ist ja auch unterwegs. Das ja. Glücksrad war auch super, da hatte ich gedreht. Ich zeige euch das mal. Hatte ich gedreht und war die drei kleine böse Freunde. Jetzt ratet mal, was das war. Das waren ein paar Packungen Munition. Ja, da hat er Biggie Glück gehabt. Du hattest einen Arztkoffer, oder? Habe ich gerade umhängen, ja. So. Ist da noch einer? Ja, noch eine Oma. Mit einer Mütze. Sag mal, die Kopftreffer, ne? Aha, hier ist irgendwie nichts Oh, drin. warte mal, die rennt, glaube ich, gerade eine Oma hinterher, Big. Dreh dich mal um. Hab's nur gerade gesehen, so. Nö. Geh mal weiter, sonst kommen wir heute wieder nicht an. Ach Mist, ey, ich finde gar nichts. Ich auch nicht. Das ist so ärgerlich. Aber das ist angepasst mit dem Loot. Das ist ärgerlich, echt. Ich habe mich wahrscheinlich auch ein bisschen verwöhnt jetzt. Ja, durch die ganzen High-Modded-Server, obwohl der hier auch nicht wenig Mods hat, oder? Naja, der hat eher so, dass es schwerer wird, Mods, als dass es leichter wird. Ich meine, wir hatten ja auch schon einen Server gehabt, ich glaube, Essiger war das, du bist auch mal mit einer AK gestartet. Na, das war Pripyat, oder? Oder Pripyat, ne? Voll ausgestattete M4 warst du da, hier habe ich zwar eine USG, ne? Also immerhin, ich bin dankbar. Rob, komm zu mir, ich bin hier an dem Ballenwagen. Der Ballenwagen.
wie ich wieder mein Fachwissen raushaue. Das ist Wahnsinn, ey. Für was wird denn so ein Ballenwagen benötigt? Für Heuballen, Silageballen oder Grasballen. Ah. Du hast gerade den Fachausdruck Silageballen gedroppt. Was ist der Unterschied zwischen einem Standard-Heuballen und einem Silageballen? Oder Silage ist so gut wie gegorenes Gras, oder? Oh. Hat er was Tolles? Naja, Klebeband, jetzt kann ich meinen Pilofa reparieren. Cool, ich würde gern da hinten das große Haus mal inspizieren. Weil das ist ein Haus mit Plantage, mit Apple Plantage oder sowas. Plantage? Plantage. Ja, ihr habt's gehört, das ist wahrscheinlich eine Plantage. Was ist eine Plantage? Eine Apple Plantage? Ja, sieht gut aus. Also wenn ich hier keinen Apfel finde, dann finde ich gar keinen. Der Egon Cherry ist wieder krepiert. Ich glaube, der Rescue stand gerade oben. Rescue ist krepiert. Ja, die Hilfe war etwas too late, hat er gemeint. Ja, gekrabbelt ist er. Boah, ey, echt, hier gibt's, Mann, nix. Keine Abfall. Nur Apples und das Plantage. Haben wir wieder mal so einen Server. Und dann kommen wir wieder auf einen, wo es welche gibt, dann feiern wir das wieder enorm. Ah ja, dann freue ich mich wieder. Shit. Könnte man eigentlich mal fragen, ob die Obstbäume keine Früchte tragen hier auf diesem Server? Ich dachte echt, die letzten Folgen hat man auch Birnen gefunden und so. Hast du jetzt hier alles abgecrashed? Ja, ich habe so im Rastersuchverfahren schnell abgesucht. Hier ist auch nichts drin. Leuchtstab ist alles. Besser als ja nicht. Naja, was heißt besser als gar nichts? Hier ist gar nichts. Gar nichts. Gar nichts. Mist. Keine Abfall. No. Das schaffen wir auch noch. Ja, müssen wir ja, ne? Ich nehme mal einen Schluck von meinem köstlichen Kaffee. Gönn dir. Jawohl, sehr schön. Ah, tut das gut. Wow. Wo bist du? Da. Heuballen? Ja, wir nehmen ja auf zur Kaffeezeit, Samstagnachmittag. Samstag, 1. Januar 2020. Ist gerade 2022. Also der Dark Horde steht oben wieder. In der falschen Zeit, aber wo ist denn die? Numpad 0. North. Im Norden scheinbar. Da wollen wir nicht hin, obwohl Tizzy. Na, das sind jetzt so die Wölfe, oder? Ja. Außerdem sind wir hier noch ganz unten im Süden. An der Küste sozusagen. Yes. Na, mal schauen. Wie gesagt, lange kein Tscherno mehr gespielt, kein Tschernaurus. Ich hab's ein bisschen vermisst. Ja, es ist mal wieder schön. Die betreiben hier Basebuilding. Hat jemand eventuell Bretter zu verkaufen? Nee, also nicht wirklich. Aber Ahuls kannst du haben. Ein Stock. Oh, mein Essen ist schon wieder gelb. Tipptopp. Ich glaube, ich brauche in nächster Zeit mal deine Sichel, dass ich mir mal meine Dosen aufmachen kann. Plastikflaschen findet man ja auch nicht. Nee. Es gehört, deine Sichel wäre mal kurz nice. Ja. Ist schön. Ne, brauchst du jetzt oder ja, nicht? Sag das halt. Ich brauch mal bitte deine Sichel. Dann sage nicht, das wäre nice, ja. Das mag sein. Die will ich zurückhaben, sonst knallt. Dankeschön. Grad. Ja, ich krieg sie dann wieder. So. Eine kurze Dose öffnen. Gute Sardinen. Wenn das nix ist. So, hier kriegst du erstmal deine Sichel wieder. Dankeschön. Ich brauch nämlich nur noch einen Hammer. Ich will eine Flagge darstellen musst. Hammer habe ich. Mjölnir. Hammer und Sichel. Du verstehst? Ja. Ja, ist ja fast hier in der Nähe, ne? Russland.
Hammer, Zirkel, Ehrengrenze. Kennst du noch? Ja. Jojo dat. So, hier vorne sind Apple Bäums. Und mit einer Tankstelle. Werde ich mal weiter überprüfen. Da, ein Apfel. Es gibt ja Apples. Ja, aber die findest du ja noch seltener als Gold. Ich habe auch einen Apfel. Ja, hast du auch Gold? Ja, wahrscheinlich. Dann schaue ich doch gleich mal weiter. Das ist doch hier eine Goldader. Eine Birne. Aber vergammelt. Warte mal, vielleicht liegt hier eine richtige Birne. Nein? Ich habe einen Apfel vergammelt. Nee, verdorben. Der geht noch. Getrocknet? Der ist nur verdorben. Welch verdorbener Apfel. Oh, ist das gerade schön hier. Die Hoffnung kehrt zurück. Ist doch irgendwie unbeschadet zu überstehen, das Ganze. Wir haben einen Casino-Chip gefunden. Okay, cool. Etwa 9 Kilo. Sind 8.999 Stück. Wow. Kannst du hier Casino spielen oder was? Ich würde wissen, für was man die nehmen könnte. Hey, noch ein Apple. So, wenn ich jetzt hier noch eine schöne Nahkampfwaffe finde in dem Schuppen, bin ich zufrieden. Okay, ich bin nicht zufrieden. Schuppen war leer, komplett. Ja, wie viel ist hier? Oh Mann. Also Server, wenn Maria, ihr... Maria, was? Wenn ihr hier auch mal spielen möchtet, Server heißt Rappelkiste. R-A-Doppel-P. Von denen gibt es aber, glaube ich, auch mehrere Server. Das hier ist, keine Ahnung, Rappelkiste Tscherno oder so. Oder wie der Falk, der Rob immer sagt, Tschernaurus. So, warte, meine Apfelsuche geht weiter. Nothing compares to an apple. Na toll, verschimmelt. In der Hütten ist auch nichts. Nix. Am Brunnen vor dem Tore. Da steht ein Lindenbaum. Eine vertrocknete Pflaume. Komm, wir sind schon am Kreisverkehr hier. Oh yeah. Hier kam der erste Stalker-Zombie vorhin. Also vor zwei Folgen? Ja, vor drei Wochen oder so. Wollen wir nicht wieder haben, ne? Den Spaß. Den Spaß. Gehen wir diesmal außen rum? Aber nicht da, wo du langläufst. Nee? Ja, was ist denn bei dir außen rum, Alter? Das ist ja... Okay. Das sind ja hunderttausende von Kilometern. Entschuldigung, ich wollte halt noch einen Apfel mitnehmen. Aber außen rum. Eventuell gucken, ob ich irgendwo eine spitze Waffe finde. Ich hab gerade einen Hammer gefunden. Sehr gut. Jetzt kannst du dir deine Flagge basteln. In die Hütten ist irgendwie kaum Loot. Es hält sich echt arg in Grenzen. Ende haben die das mit Absicht runtergedreht, dass die dich zwingen, zum Händler abzumüssen, zum Träter. Aber da wäre ich denen einen Haufen Scheißen. Versuch mal einfach einen neuen Server. Richtig. Obwohl man es auch so überlebt, findest du ja trotzdem, kannst du ja jagen. Ja, so. du findest ja was. Ne, Lisa, wir haben Schwein auseinandergenommen. Ab und zu findest du von 60 Bäumen, findest du mal einen Apfel. Hier, zwei. Gut, zack. Und angeln kann man ja auch noch. Angeln geht auch noch. Oh, Zomboiden? Ich laufe extra am Rand und der huscht dort vorbei. Entschuldigung. Rennen wir nicht so viel, da kriegen wir bloß Hunger und
okay. Verdursten. So. Früher waren die Gewächshäuser immer mal was zu finden. Oh ja, da lag manchmal so leckeres Zeug drin, ne? Oh, ich hab ne Plastikflasche gefunden. Oh, und ein Schraubenzieher, jetzt kann ich meine Dosen öffnen, sehr gut. So, hallo. Haben Sie sich um den Zomboiden gekümmert, Herr Quantum? Ah. Yeah. Oh, wie gehen wir hier am besten? Rechts vorbei? Oder hier, die andere Straße. Hm, am Hafen dann. Können wir auch machen. Ist ja eigentlich gehuppt wie gesprungen. Gehuppt wie gesprungen, richtig. Ziel ist Balutta. Und von daher, wie man da ankommt. Ich meine, alle Wege führen nach Rom. Nach Balutta. Ja, in diesem Sinne nach Balutta. So, Zomboid davon. Und da drüben auch. Ja, und das ist nicht nur einer hier vorne. Ja, wie das letzte Mal schon. Ja, wir sind wieder auf der Straße, wo wir das letzte Mal waren. Und? Ja, sehr schön. Pure Headshot. Pure Headshot. Oh, du hör mal auf zu rennen, Rob. Du schreckst die alle auf. Entschuldigung. Kannst du nicht mal leise laufen? Nein. Das ist scheiße. Ich hab die immer am Arsch. Wofür brauchen wir denn eine GoPro? Zum Aufnehmen wahrscheinlich. Okay. Aber mach die Tür zu, wenn du rausgehst. Ich geh nicht raus. Ich wollte die erstmal hier von dem Fenster wegholen. Aber die stehen wahrscheinlich alle hinterm Haus. Willst du eine schicke Hose anziehen? Ja. Kommt mal hier zu mir, hier drüben bin ich. Hier. An dem Fenster. Hierher. No reaction, jetzt kommen sie. Hallo. So. Wo ist der nächste? Waren doch zwei, oder? Ja, ich höre die noch. Das ist fahrlässige Munitionsverschwendung, was du hier machst. Meinst du einfach rennen? Lauf lieber vorsichtig. Oh. Huh. Blutgruppenschnelltest. Nee, nicht unbedingt. Hubschrauber. Ich hab A plus. Sehr gut. Du hast A plus? Was ist denn daran sehr gut? Na, du hast A plus. Ich geh mal wieder zur Street. Zur Main Street? Ja, ich komm mit. Ohne zu rennen. Die Häuser brauchen wir jetzt nicht reingehen, das hält nur auf. Okay. Also ab nach Balutta. Außer die Folge ist vorbei. Irgendwas hatte ich gesehen? Was hält denn die aus? Hey, warum ich? Ich hab nur noch 18 Schuss. Okay. Da kommt noch irgendwo was. Ach, auf dem Dach. Der ist Bulletproof. Roof. Bulletproof, yeah. Na gut. Kugeldach. Ich würde ja. Wenn da wieder Bären sind, gehe ich diesmal nicht ran. Hm. Nee, also, das ist dann der blanke Selbstmord. Da gehen wir dann gleich durch bis Pavlovo. Ja. Puff. Wenn da auch Bären sind. Puff, Pavlovo. Wie gesagt, wenn da auch Bären sind. Dann gehen wir zum Airfield. Okay. Wenn dort auch Bären sind. Dann gehen wir nach Tissi. Yep. Wenn da eine Dark Horde ist, dann gehen wir wieder zurück in den Süden.
Wollen wir auf die Gleise langlaufen? Ja, wäre vielleicht sicherer, ne? Es entgleist uns sonst. Oh. Oh, hier können wir da rennen. Ich höre gar nicht mehr zu, Alter. Nee? Nee. Manchmal zum Fremdschämen, Alter. Das ist natürlich schade. Hä? Was ist denn hier los? Was? Alter, was steckt denn da ein? Ich schieß laufend daneben. Okay. Was hat denn der hier? Eine getrocknete Tomate. Oh, sehr schön. Beschädigt. Ach, schade. Deswegen kann man sie trotzdem noch essen. Oh, da unten Applebäumes, ne? Wir gehen, viel Spaß. Nee, wir machen jetzt, komm. Soll der Geiz. Ha? Ich würde sagen, wir machen hier einen Cut und ha? In der nächsten Folge sind wir dann Balota, oder? Hm, klingt gut. Warte, ich ziehe mir noch den Apple rein. Und. Oh, schwuppdiwupp. Na, das war ja klar. Rick, ich glaube, du hast Gast. Boah. Sichel sie! Wenn du sie nicht siehst. Hast du weggesichelt? Nee, die hat eine Zucchini einstecken. Eine verschimmelte? Ja. Okay. AI, jetzt wo du sagst, AI, nee. Da könnte man sich was ja, dazu denken. Nein, will ich nicht. Okay, Leute, dann würde ich sagen. Kurzer Cut. Wieso kurz, Alter? Das dauert eine Woche. Ja, stimmt. Bis zur nächsten Woche. Nächsten Samstag wieder. Ne? Aha. Ciao, Leute. Tschüssi und schönen Tag euch.